Jeder von euch ist einzigartig und wunderbar gemacht. Und ich habe so ein paar Kristalle. Und ihr seht hier so ein Kristall, der ist einzigartig. Du wirst nirgends auf der Welt wieder den gleichen finden. Und solch eine Schönheit, solch eine Brillanz. Und das ist auch ein Bild auf dich. Ich habe hier noch einen zweiten mitgebracht. Wieder ganz anders, aber genauso ein Eiskristall. Ich habe ein ganzes Buch voll solcher Kristalle. Und die Aussage, was gerade in dem Stück geheißen hat, es gibt mehr Möglichkeiten an Eisformationen als Atome im Weltall. Ich glaube, wir brauchen da nicht anfangen zu zählen, sondern es gibt mehr als wir uns vorstellen können. Mehr. Und einer davon bist du. Du bist wirklich besonders. Du bist wirklich einzigartig. Und weil wir dir das heute sagen möchten, bekommt ihr gleich nachher so ein Eiskristall, wo drauf steht, du bist einzigartig. Das wollen wir dir nachher mit nach Hause geben. Die sind alle gleich, aber trotzdem selber gebastelt von unserem Team und auch bemalt von Schwiegersohn und Tochter und alles Mögliche. Jeder hat irgendwo was dazu beigetragen. Aber es soll dich erinnern, du bist einzigartig. Eiskristall, du bist ein Wunderwerk. Schau mal zu deinem Nachbar und sag ihm, zu ihm, du bist ein Wunderwerk. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht auch sagen, ich habe mich schon oft über dich gewundert, hat eine andere Aussage. Aber so ein Wunderwerk haben wir in dieser Weihnachtszeit, wenn es schneit, Thomas hat es gesagt, gibt es eine ganze Schneedecke. Und die ganze Schneedecke ist voll von diesen Wunderwerken. Und so sind wir auf dieser Welt, wo wir die Welt wirklich in dieser Welt so wie eine Schneedecke bilden von Wunderwerken. Du bist einzigartig gestaltet. Und wir sehen hier, in der Bibel lesen wir im Psalm 139, 14, das sagt David, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Können wir das in unserer heutigen Zeit auch noch sagen? Ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Ja, aber, wir kommen dann, ja, aber das fehlt mir das und das bin ich anderer Meinung, das. Nein, Gott hat dich wunderbar und einzigartig geschaffen. Ich würde heute ein Preisausschreiben machen, wenn jemand erkennt, dass genau er nochmal als Doppelten hier im Raum ist, irgendwas bekommt. Wir wissen alle, das wird es nicht geben. Und das ist wirklich und wirklich so. Und wir wollen doch mal alle diesen Bibelvers für uns selber sprechen und wollen das jetzt lesen. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Ist das nicht wunderbar? Du darfst dir mal einen Applaus geben. Du bist so wunderbar. Und weißt du, was du auch bist? Du bist so wertvoll. So wertvoll. Und in dieser Zeit werden Menschen so niedergemacht, die sind nichts, die haben eine andere Meinung und die taugen nichts und wie die sich benehmen. Ich sag dir, egal was Menschen zu dir gesagt haben, du bist wertvoll. Du bist so wertvoll und erkenne deinen Wert. Dein Schöpfer hat in dich einen Wert hineingelegt, den niemand ändern kann. Einen Wert, den niemand ändern kann. Du bist der Wert, von dir ist messbar. Ich habe mal gehört, rein der Materialwert von einem Menschen erreicht, glaube ich, keine 10 Euro. Also nicht das, das ist nicht dein Wert, sondern der Wert, den Jesus in dich hineingelegt hat. Und der Wert ist so grandios groß. Und ich möchte wirklich die Aussage wagen, du hast
für Gott den Wert wie Jesus. Wow, jetzt wird es richtig still. Jetzt geht das Redewerk, das kann doch nicht sein. Gott ist größer, Jesus ist größer. Wenn das nicht so wäre, hätte nicht Gott Jesus für dich auf diese Erde gesandt. Er hat Jesus für dich auf diese Erde gesandt. Und wir wissen, Ostern ging er für uns ans Kreuz, damit wir ewiges Leben haben und alles, was wir brauchen, haben und mit ihm leben können. Und ist das nicht wertvoll? Er sandte Jesus für dich. Der ganze Wert von Jesus für dich. So wertvoll bist du. Das heißt nicht, dass du die erste große Klappe haben sollst und sagst, ja, wenn ich wie Jesus wert bin, dann kann ich mich auch wie Jesus verhalten. Nein, du sollst nicht Jesus sein. Du sollst nicht Gott sein. Wie viele Menschen sind so gerne Gott und möchten, dass Gott das tut, was sie nicht tun wollen? Nein, lass wirklich Gott sein und sei du Mensch, der mit Gott lebt. Du hast diesen Wert. Dein Wert wird nicht bestimmt, wie viele Fehler du gemacht hast. Wir haben in diesem Jahr bestimmt viele Fehler gemacht. Wie toll du aussiehst, ist auch nicht dein Wert. Wie viele Freunde du hast, auch nicht dein Wert. Wie gebildet du bist, auch nicht dein Wert. Du darfst ewig mit Gott leben. Er hat das für dich ermöglicht. Und da lesen wir, in Epheser 2, Vers 10, Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus neu geschaffen, um Gutes zu tun, damit erfüllen wir, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Und das ist das. Du bist wertvoll. Du bist wertgeachtet. Du bist so kostbar und du bist einzigartig. Und das ist so wunderbar, dass wir das erleben dürfen. Egal, was passiert in dieser Welt, dein Wert bleibt. Mein Gott wird dich nie aufgeben, denn du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Und ihr kennt alle diesen Schein. So mancher hat ihn mit dabei. Und wisst ihr, dieser Schein, das ist jetzt einer, der ist noch so schön glatt und gerade. Und wenn ich jetzt sage, ich mag diesen Schein nicht und diese Bilder, die da drauf sind, mag ich nicht und das mag ich alles nicht und werf's weg und sag, nein, das ist alles so ein Blödsinn, ich mag das nicht. Wie viel Wert hat dieser Knäuel? 20 Euro. Und so macht die Welt heute so manches mit dir. Deine Situation sieht vielleicht so verknittert aus. Du bist vielleicht so verknittert und bist so durch dieses Leben gegangen und sagst, ich kann nicht mehr. Bei Gott bist du genauso noch wertvoll. So wertvoll. Und diesen Wert kann dir niemand nehmen. Und ich möchte schließen mit Psalm 18, Vers 20, wo es heißt, er half mir aus Angst und Gefahr, er befreite mich, so viel bin ich ihm wert. Und wenn du in dieser Zeit in Angst und Gefahr lebst, und das sind viele Menschen, die das in dieser Zeit tun, wenn du in Angst und Gefahr lebst, ich sage dir, nimm diesen Vers, er half mir aus der Angst und Gefahr, er befreite mich, so viel bin ich ihm wert. Ist das nicht wunderbar? Herr, ich danke dir dafür, für jeden Menschen, der heute hier ist. Ich danke dir dafür, für jeden, der zuschaut. Herr, ich danke dir dafür, Herr, für jeden, der sagt, ja, ich möchte zu diesem Gott gehören. Ich möchte dazugehören. Ich möchte ja sagen. Ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte im Alltag jemand haben, wenn niemand da ist, dass jemand da ist und
der mich führt, der mir Wegweiser ist, dem ich auch meinen ganzen Schrott hinlegen kann, wenn es kein Mensch da ist, der mir zur Hilfe kommt. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du geboren wurdest, Herr, dass wir auch all unsere Fehler zu dir bringen dürfen und Herr, dass in dir Vergebung ist. Herr, dass in dir die Hilfe ist, die wir in dieser Zeit ganz besonders brauchen, wo so viel Neid, Enttäuschung, Entzweiung ist. Ich danke dir dafür, für jeden, der einfach sagt, ja, ich brauche diesen Gott, ich brauche diesen Jesus, der für mich auf diese Erde kam. Ich danke dir dafür, Herr, für jeden, der Entscheidung trifft, Herr, Herr, mit dir zu gehen. Nicht für eine Kirche, sondern für dich die Entscheidung trifft. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, du bist großartig, du bist wunderbar. Danke von Herzen. Danke, Jesus. Amen. Amen.